Ja, wir kriegen natürlich zwei Standard-Gegentore. Ist enttäuschend, weil wir da einfach nicht wach sind. Das zweite ist, glaube ich, ja, sehr, sehr, sehr unglücklich. Letztendlich waren wir aber auch in der ersten Halbzeit einfach auch körperlich dem Gegner nicht gewachsen, nicht wirklich da. Es ist unter der Woche, ist natürlich immer schwer im Amateursport, aber den Schuh müssen wir uns anziehen, dass wir einfach in der ersten Halbzeit nicht die Galligkeit hatten. In der zweiten waren wir gut da. Alton hatte, glaube ich, nichts mehr vom Spiel. Wir machen das 1-1, sind psychologisch im Vorteil. Kriegen dann das 2-1, ganz unglücklich, und dann wird es natürlich schwer. Die stehen, glaube ich, mit 9 oder 10 Mann hinten drin. Dann ist ein typisches Fußballspiel, die liegen viel am Boden. Wir haben den Lucky Punch nochmal gehabt, das war dann scheinbar ein Foul. Ja, es sollte dann letztendlich nicht sein. Ja, wir waren als Team, heute haben wir geschlossen agiert und halt kämpferisch war das wichtig heute. Und da haben wir wirklich 100% gegeben und ich denke mal verdient den Sieg geholt heute. Wir haben verloren, bin natürlich unzufrieden. Heißt nicht, dass ich zufrieden bin, wenn wir gewinnen. Aber heute, ja, mein Ziel ist natürlich, irgendwie eine gute Passqualität zu haben. Für mich persönlich im Zentrum war es irgendwie schwierig. Altona spielt nur lang und hoch. Da bist du schon kaum im Spiel. Das heißt, als Sechser ist es dann irgendwo schwierig. Deswegen bin ich natürlich mit der Leistung so nicht zufrieden. Ich hätte noch mal Einfluss nehmen können, Einfluss nehmen müssen. Nicht nur verbal, sondern auch spielerisch. Deswegen, da muss ich mir auch den Schuh anziehen, dass ich einfach noch eine Unze besser spielen kann. Ja, also ich bin... meine Leistung ist mir eigentlich nicht so wichtig, halt wenn wir gewinnen. Natürlich war aber heute, denke ich mal, jeder Spieler gut in unserer Mannschaft und deswegen bin ich heute mit jeder Leistung im Team zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.